Morgen ist in der Nähe von Todtnau. Heute führt es uns erstmal auf den Berg, dann über Todtnau und die Fahler Wasserfälle zurück an unseren Ausgangspunkt. Es sind rund 15 Kilometer und über 600 Höhenmeter, wenn ich richtig geschaut habe. Aber es soll tolle Ausblicke geben und ganz tolle Wege. Wir lassen uns mal überraschen. Leider ließ mich meine GoPro auf dem ersten Kilometer und den ersten 150 Höhenmetern entlang am Roten Bach im Stich. Von diesem ersten recht steilen und engen Pfad gibt es daher leider keine Aufnahmen. Aber wir fanden die Strecke schon hier richtig klasse. Natürlich, bei schönerem Wetter gäbe es jetzt schon hier schönere Aufnahmen. Und wieder. Eine kleine, nette Wasserfall. Von richtig großen gab es später dann noch mehr zu sehen. So, jetzt kommt sogar so ein bisschen raus. Aber hier war auch angesagt, eigentlich sogar schon ein bisschen früher. Wir freuen uns. Richtig schön hier. Aber der Himmel will noch nicht so richtig aufmachen. Schönen Sonntagmorgen. Übrigens, der Weg verläuft hier auf über 1200 Metern Meereshöhe. Hier Blickrichtung Todtnauberg. Für uns geht es jetzt wieder in den Wald. Ja, das dürfte der Blick auf Todtnauberg sein. Sag ich doch. Hier wieder so ein Pfad, ganz nach unserem Geschmack. Hier der Aussichtsstuhl, liebenswertes Todtnau. Klar, da musste ich natürlich hoch. Diese Aussicht hat man. Und die Aussicht vom Aussichtsstuhl aus ist natürlich noch mal viel schöner. Todtnauberg. Also, das sind schon wirklich klasse Aussichten hier oben auf diesem Weg entlang. Schwarzwald pur. Schwarzwald pur, oder? Ein kleines Freibad. Gehen wir mal davon aus, dass die Saison hier oben ein bisschen kürzer ist. Oder die Leute einfach ein bisschen härter im Wind. Ah, hier geht es jetzt da mal richtig steil nach unten. Hier war es schon deutlich steiler, als man im Video erkennen kann. Hier war es schon wieder etwas flacher. Geht es jetzt auf dem Pfad eine paar Serpentine recht steil nach unten. Geht da wieder ein paar Felsen entlang. An diesen Felsen weiter oben übte gerade die Bergwacht. Richtig klasse wieder. Black Forest Line, ja. Das Alarmsignal kam übrigens vom Zugangsportal. Der Preis für das Kombi-Ticket, Hängebrücke und Wasserfall beträgt 9 Euro. Aus Zeitgründen verzichteten wir allerdings auf die rund 450 Meter lange Hängebrücke. Am höchsten Punkt ist man 120 Meter über dem Boden. Wie
die Brücke ist da ganz schön hoch. Wie erreichen wir die Todtnauer Wasserfälle? Natürlich war hier an einem Sonntag ganz schön was los. Ja, gefiel uns sehr gut. Mit einer Fallhöhe von 97 Metern handelt es sich um den höchsten Naturwasserfall in Baden-Württemberg. Über diese Treppen bieten sich schon spektakuläre Aussichten auf den Wasserfall. Und hier die dicke Black Line Forest. Oder einfach Black Forest Line. Das ist übrigens die Schlange vor dem Fotospot. Sehr schön, aber viel los. Und wie sagen wir immer, naja, wir sind ja schließlich auch hier. Absolutes Highlight. Apropos Highlight. Hier in der Nähe der Todtnauer Wasserfälle, da war jetzt ziemlich viel los. Jetzt geht es für uns weiter Richtung Todtnau und schon ist der Weg wieder besser begehbar. Keine Kinderwegen mehr und naja, es sind halt viele Leute da, weil es wirklich super ist. Und weiter über schöne Wege Richtung Todtnau. Genießerpfad. Sind wir wieder auf eine sogenannte Wanderallee. Oder? Klasse hier. Total klasse. Informationsmaterial mit Kasse. Und hier ein kleiner Aussichtspunkt mit Blick auf Todtnau. Vorbei an der Sommerrodelbahn in Todtnau. Fest in Todtnau oder Kottesdienst. Und schöne Raschplatz. Hör mal die Musik. Der Vampire. Da kriegen wir gleich wieder Gänsehaut. Jetzt sind viele Serpentiner und dann nach Todtnau. Gabi hat gesagt, man müsste durch das Schlüsselloch, sonst kriege ich die Strecke nicht als gemacht. Genau, nur ich darf jetzt nach Todtnau, nein. Pech.
Bademöglichkeit in Mallorca. Da sind wir ein kurzes Stück durch Tottenau durch. Und jetzt geht es schon wieder am Bach entlang. Ah, da oben ein Schwert. Siegerdenkmal. Erinnern uns an die drei Schwerter in Stavanger. Allerdings stecken die umgedreht im Boden. Nun führt unser Weg entlang am Bach Wiese aufwärts in Richtung Feldberg. Wasserfallsteig, Teutner. Weiter folgen. Und diese schöne Stelle befindet sich unmittelbar auf Höhe des Ortsausgangs von Tottenau. Die gesamte Tour bietet doch immer wieder sehr interessante und auch abwechslungsreiche Abschnitte. Das ist ja genial. Ja, da klettern sie, da stehen sie in der Felsen rum. Hier das Freibad in Tottenau war geschlossen. Ja. So geht es jetzt schon einige Meter. Mal gucken, ob der Weg wieder mal ein bisschen interessantere Abschnitte bietet. Weiter vorne. Ja, und hier ist der Weg. Aus unserer Sicht schon wieder ein bisschen interessanter. Aber man hört halt die Straße hinauf, die hinauf zum Feldberg führt. Eine kleine Mühle. So, und das ist ein breiter Weg. Wurde jetzt schon ein bisschen, wurde schon wieder ein kleiner Brat. Über die Wiese. Voller Wasserfälle. Das sind sie hier nicht. 2,2 Kilometer. Feldberg Gipfel 7,8 und hier 8. Das sind aber nicht. So, jetzt geht's vom Heller in den dunklen Wald. Da oben sieht man die Feldbergspitze, der Turm, der auf der Spitze vom Feldberg steht. Ja, da sind sie mitten im Gebüsch. Jede Menge. Die ist aber schon, dass sie nicht Platz hätte. Guck mal, die dritte, die Buschen. Ein Schlafaffenland offenbar. Hier versteckt sich der Weg, Kellermann, noch ein bisschen.
aber wir finden ihn. So, jetzt sind wir gleich in der Baler Wasserfälle. Da sieht man sie schon. Kurz vor unserem Ende der Tour war das nochmals ein wichtiges Highlight. Dieser Wasserfall ist völlig naturbelassen und durch schöne Wanderwege und viele Brücken vollständig für Wanderer erschlossen. Das ist doch nochmals ein richtig klasse Stück. Der unterste Weg, ganz, ganz toll. Das ist aber wirklich noch vom Parkplatz ein schönes Highlight. Kann man nicht meckern. Schöner Endspurt. So, wir sind zurück an unserem Wanderparkplatz. Jetzt ist die Frage, wie weit war die Strecke tatsächlich? Gabis Komoot zeigt an 16,7, Mainz zeigt an 19,2. Vielleicht waren das ein paar Freudensprünge zwischendrin, weil die Strecke wirklich sehr schön war. Naja, wir gehen davon aus, dass das GPS auf einmal halt ein bisschen verloren hat in den engen Schluchten drin. Es war eine super Strecke, sehr abwechslungsreich, hat auch mal ein bisschen lange Wege dabei gehabt, wo sich nicht viel geändert hat. Dafür kam dann immer wieder ein Highlight hinterher. Also die Strecke war aus unserer Sicht wieder total empfehlenswert. Wie gesagt, es waren eher knapp 17 Kilometer. Und für die Ortsfremden, natürlich lohnt sich auch schon allein die Anreise durch diese tolle Gegend.